Hallo Leute und willkommen hier bei Meerpaket. Ja, Running Press macht mich noch arm. Ich habe schon wieder zugeschlagen und habe mir einen Zombie-Kopf hier geholt aus The Walking Dead von AMC. Und tja, hier kann man ihn schon sehen durchs Fensterchen. Der soll auch noch richtig schöne Original-Zombie-Grunzlaute von sich geben. Und tja, ich bin sehr gespannt. Wir sehen schon hier die Packung im Walking Dead Design. Und die haben auch noch ein paar andere Sachen von The Walking Dead im Angebot. So ein Glas mit irgendwelchem Blut drin oder so. Das soll aber nicht so toll sein. Aber der Zombie-Kopf, habe ich mal gelesen, der soll einiges hermachen. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Teil jetzt auch mal etwas genauer an. Und auf der Vorderseite kann man ihn schon sehen. Also ein Kollege der etwas stärker verwesten Art, der hier drin steckt. Und auf der Seite, wie gesagt, das kleine Vorschaufensterchen. Aber ich packe ihn direkt mal aus. Bin sehr gespannt, wie der aussieht in echt und vor allem, was für Laute er von sich gibt. Und tja, hier haben wir einmal den Kopf. Aber natürlich ist hier klassischerweise, wie bei Running Press üblich, auch noch zusätzlich ein kleines Booklet mit dabei. Da schauen wir nachher kurz mal rein. Aber jetzt erstmal hier zum Zombie-Kopf und ich muss sagen, ja, der sieht wirklich gut aus für so ein kleines Modell. Viele Details, schöne Farben, also was heißt schöne Farben für einen Zombie und sieht echt ganz, ganz ordentlich aus. Gefällt mir gut auf den ersten Blick. Ein ziemlich dicker Sockel, hier vorne steht auch The Walking Dead, da nochmal groß drauf mit AMC-Branding und auf der Unterseite haben wir dann einmal den Lautsprecher. Hier unten ist der Behälter, wo dann die kleine Knopfzelle reinkommt für die Batterie und die Sicherung für die Batterie. Die habe ich mal eben rausgezogen und tja, der Kopf, wo muss ich denn jetzt hier drücken, damit der ein Geräusch von sich gibt? Einen Knopf sehe ich nirgends, außer den Kopf vielleicht selbst. Ich drücke mal drauf. Also der ist weich, der Kopf, das kann man hier sehen. Ist also so ein Gummi, würde ich sagen, aber um Himmels Willen, wie macht denn der jetzt hier seine Geräusche? Wo muss ich denn da drücken? Vorne, hinten, oben, unten? Okay, ich habe es gefunden. Man muss dem Kollegen hier aufs Ohr drücken und dann... Dann macht er halt diese leckeren Geräusche hier. Also ich muss sagen, von dem Detailgrad für das Geld unter 10 Euro gefällt mir das Teil wirklich gut. Schönes kleines Requisit, was man sich aufs Regal stellen kann, wenn man auf The Walking Dead steht. Wenn noch sowas brauchen kann, den Link packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Aber jetzt schauen wir noch mal kurz hier ins Booklet rein, was wir da noch so drin haben. Ein schönes kleines Cover, Zombie ohne Nase. Und da begrüßt uns schon die nächste Fratze. Natürlich ist hier wie immer bei Running Press alles auf Englisch gehalten. Dafür mit schönen bunten Bildchen, die man sich auch anschauen kann, wenn man kein Englisch kann. Und ja, was haben wir denn hier? Relativ wenig Informationen. Ein paar Zitate haben wir hier drin stehen von den einzelnen Charakteren. Ein paar Zombie-Bilder. Also am wenigsten Text von allen Booklets, die ich jetzt hier bisher gesehen habe. Was aber auch gar nicht so schlimm ist. Dafür hat man... Na, was ist denn hier? Schon ganz rumgeschlagen. Ein Produktionsfehler, ganz offensichtlich. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar kleine Fotos drin. Und ja, als kleine Beigabe ist das doch ganz okay und ganz nett. Uns geht es ja doch hauptsächlich um den Zombie-Kopf. Und den finde ich richtig gut. Also wer auch so einen haben will, den Link zum Zombie-Freund findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.